Die aktuellen Beschlüsse der Koalition zur Asylpolitik sind ein wichtiger Schritt, der aber schnell begleitet sein muss von weiteren Schritten. Es ist wichtig, dass mit diesem Schritt auch zum Ausdruck gebracht wird, dass die Regierung handlungsfähig ist. Dies erwartet auch die Bevölkerung von einer sachorientierten und konstruktiven Bundesregierung, dass sie sich mit den Problemen und Herausforderungen unseres Landes auseinandersetzt. Die Beschlüsse ermöglichen vor allem die Verfahren der Personen, die offenkundig kein Recht auf Asyl haben, weil sie aus einem sicheren Herkunftsstaat kommen, weil sie bereits einen Antrag erfolglos gestellt haben oder weil sie mit einer Wiedereinreisesperre belegt sind, schneller zu behandeln, innerhalb von 3 Wochen das Verfahren abzuschließen und dann aus den Registrierzentren auch die Zurückführung in das Heimatland zu betreiben. Das ist ein wesentlicher Fortschritt, was die Beschleunigung der Verfahren anbelangt. Und auch die Möglichkeit, stärkere Sanktionen auch den Asylbewerbern aufzuerlegen, die sich nicht an ihre Verpflichtung halten, sich da aufzuhalten, wo sie entsprechend sich aufhalten sollten. Daneben ist es ein wichtiger Fortschritt, dass wir eine Vereinbarung geschlossen haben zum Thema Aussetzung des Familiennachzuges. Es ist richtig, dass der Familiennachzug bei den Subsidiärschutzberechtigten für 2 Jahre ausgesetzt wird. Hier hat sich die CDU-CSU erfolgreich durchgesetzt.